War deswegen beim Mulchen wahrscheinlich in irgendeinen Baustall reingefahren, ne Hund? Guten Morgen zusammen, schaut euch mal den Himmel an. Wie geil, oder? So, heute ist der dritte Schnitt. Also gestern ist gemäht worden, mein Vater hat zusammen. Und jetzt wird dann gleich eingefahren mit dem Ladewagen. Wir haben den Ladewagen ein bisschen mehr wieder für uns entdeckt, weil es einfach für unsere Verhältnisse günstiger ist. So, ich muss da mal schnell Luft nachfüllen. Runterkehren. Da, pass auf. So, dann. Hier wollen wir schnell Fahrstuhl rauskehren, Folie einlegen, damit wir da gleich reinziehen können. Und da, der Schlepper steht schon bereit, dass Bernd heute gleich Gülle fahren kann. Bernd hat da noch nachgeschweißt, weil es total vergammelt war. Ich weiß nicht, ob es an der Fliegelqualität lag oder an was auch immer. Und das Schlimme ist, es ist August, ja. Und mich friert es wie Sau in der Früh schon. Es kann eigentlich nicht sein. Das ist unsere alte Abkalbbox. Da fühlen sich die Kalbinnen auch recht wohl drin. Ich finde, du kannst halt eine Liegematte nie mit Stroh vergleichen. Und das, wenn Jungvieh, ist bei uns auch nicht überall so, aber wenn es auf Stroh aufwachsen kann, ist es schon, ich finde es mega. So, und da weil jetzt sobald Zeit ist, halt. Jetzt seht ihr nichts, ne? Moment. Aber ihr hört es schleifen. Da ist nämlich irgendwo, da ist da ein Kabel, eine Stelle, dass ich es nicht anheben kann. Ja, da muss ich jetzt mal einfach gucken, was da die Ursache ist. Haben wir hier viele Sicherungen liegen. Naja, muss jetzt gehen bis oben. Kann es nicht ändern.
jetzt bloß die Seiten immer noch mal raus, dass wir da gleich am Anfang was Sauberes drin haben. Da legen wir noch schnell Folie ein und dann haben wir, denke ich, eine ganz gute Grundlage geschaffen, dass wir eine gute Silage haben. Es ist nicht so trocken wie der zweite Schritt, Gott sei Dank, weil das ist schon schwierig, weil es oben fast Heu war und das dann dicht zu kriegen und noch so hinzukriegen, dass dann eine ordentliche Silage rauskommt, ist eigentlich nahezu unmöglich bei Heu, meine ich. Es gibt zwar immer die Theorie, dass Heulagen so gut sind, aber ich halte nichts davon. Den will nicht wohin, weil wir haben eigentlich noch gut voll. Das Problem ist, mit Corona sind die Lieferzeiten inzwischen teilweise auf ein halbes Jahr angewachsen und ich hatte etwas Angst, dass wir keine Eisbecher mehr kriegen, also habe ich noch ein bisschen was bestellt. Ein bisschen was heißt knapp 20 Paletten, war mir auch nicht so ganz bewusst. Letzten Endes, ja.
nicht viel mehr zum Silieren, außer eigentlich das Wichtigste, und zwar das Zusammenwalzen oder das Rauspressen der Luft. Wir fahren da immer recht mit großem Geschütz auf, und diesmal war es eigentlich recht gut, dass wir oben drauf, ja, es ist jetzt Luzerne, aber die ist sehr feucht. Insofern, dass wir es heute gefunden haben, was wir gefunden haben, dass wir von diesem letzte Mal, das war echt krass. Und so wie ihr das dann seht, wir haben wahrscheinlich zwei recht volle, ja, zwei gut volle Grassilos. Ich den Rest dann wieder beim Abdecken, weil das ist eigentlich auch mit die wichtigste Aufgabe. So, wir stellen gerade ein immer noch.
Zumindest sieht es ein bisschen besser aus als vorher. Die Sauerei ist um keinen Deut besser geworden. Aber man darf nicht vergessen, wir fahren jetzt das zweite Mal auf der Anlage. Das mit der Wassertemperatur haben wir eigentlich ganz gut im Griff, denke ich. Die darf bloß nicht auf 20 Grad hochgehen. Im Winter ist das Ganze natürlich viel einfacher als im Sommer. Vorher haben wir jeden Becher mit Hand abgefüllt und jetzt ist es echt ein bisschen Chef- und Mitarbeiterentlastung, weil es natürlich vorher echt stressig war. Also wenn du einen Tag wie heute 10 Stunden an der Abfüllung warst, dann war das kein Spaß mehr. Wo immer noch ein bisschen mistig läuft, ist da hinten, wenn wir höhere Geschwindigkeit fahren, wir könnten noch schneller. Und An- und Abfahren, beziehungsweise der hier macht immer noch ein bisschen Sauerei, weil recht viel kälter können wir das Eis nicht fahren. Naja, mal gucken. Mehr Magazin auf jeden Fall. Also, dann bis gleich. So, wir haben umgestellt und zwar auf Sorbet. Und Sorbet reißt da ganz anders. Mega, 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 mega. Aber ihr braucht nicht glauben, dass es anders ist. Jetzt war es dann so fest, dass es nach oben mit ausgezogen hat. So eine Scheiße. Immer dasselbe. Was bei euch irgendwas nicht?
So, was für ein Sprung direkt aus der Molkerei daher. Hier müssen wir da ein bisschen was reparieren. Nee, wir schweißen da eine neue Leiste hin. Jetzt habe ich da mal angepunktet, jetzt schneide ich das da weg. Und dann wird verschweißt. Ja! So, jetzt schmeißen wir da noch an, ein wenig zu und dann muss es heben. Ja, muss jetzt drüben runterzwicken, da noch irgendwas reinschweißen. Unten vielleicht noch, mal schauen. Zumindest zwei. Kannst du eine kleine Stunde mit einem Fuhrbagger schreiben, oder? Ja, oder du kannst nach wegstellen. Nach dem Schluss muss ich bloß den Bolzen schweißen. Ja, wie gesagt, ich war nur noch eine Dreiviertelstunde. Ja.
So, ich stecke da vor der Kehrmaschine und wir haben ein Problem, dass jedes Mal die Sicherung rausbrutzelt, wenn ich ablasse. Jetzt bin ich gerade auf der Suche nach dem Punkt, wo im Endeffekt das Elektromagnetventil fürs Ablassen ist. Es ist gar nicht so einfach, weil das verbaut ist wie die Sau. Und ich ehrlich gesagt keinen Bock habe, da alles abzubauen und zu gucken. Das Doofe ist, da es ja nicht live ist, kann mir auch keiner in die Kommentare schreiben, wo das Problem wahrscheinlich liegt, ne? Ach. Die Bedienungsanleitung schweigt sich auch drüber aus. Jetzt muss ich mal wahrscheinlich irgendwo bei Chungo Chat oder bei Nilfisk anrufen. Irgendwo da unten wird die Wahrheit begraben liegen. Naja. So, das Telefon schreit schon wieder. So, jetzt habe ich gerade mit einem, wo ich es gekauft habe, telefoniert. Ist natürlich nicht da vorne oder nicht da, wo man hinkommt, sondern direkt unter der Maschine. Frage, wie komme ich da hin? Dann sagt er bloß Scheiße. Dann war mir schon klar, dass du dich wieder irgendwie verzwicken musst. Am Schluss ausschaust wie eine Sau. Wie es halt immer ist. Jetzt schauen wir mal meine Reifen. Mach mal den Reifen runter. Und dann schauen wir mal, was ich da sauber machen kann. Oder auch nicht. Ja, das Problem haben wir öfters. Vielen Dank fürs Gespräch. Also, Mittag. So, kurzer Zwischenstopp. Zwischenbericht. Also das Kabel. Wir haben nämlich auf dem, auch selbst wenn es aus ist, ein Masseschluss. Nur wo? Da innen sind die Sicherungen. Dann geht das hundsverreckte Kabel da in so ein Multikabel rein. Keinen Plan. I don't know. Müssen wir den anderen Herrn noch mal anrufen da. Da steht's drauf, allerdings Schwachsinn. Also bis gleich. So, irgendwie stimmt da was ganz und gar nicht. Jetzt habe ich schon 3 Kabel neu gemacht. Es funktioniert immer noch nicht. Es ist unglaublich. Ich weiß langsam echt nicht mehr, woran es liegt. So eine Scheiße da. So, jetzt muss ich erstmal schnell auf zum Verdunstroboter, was der wieder mockert und meckert. Und dann schauen wir weiter. So eine Scheiße. Unglaublich. Also bis gleich. Guten Morgen zusammen. Also, wir sind ja gestern nicht ganz fertig geworden mit der Kehrmaschine. Ich habe es rausgemessen und jetzt war ein Kabel durchgescheuert. Das haben wir noch nicht getauscht, weil das ist ja so verbaut, dass du eigentlich nichts reinkriegst. Und jetzt gerade bin ich am Einstreuen. Dingelspell.
Ende vom Lied. Unsere Kühe sind nicht nur fauler, die stehen gar nicht mehr auf. Na? Das taugt ihnen auch noch. Das taugt ihnen auch noch. So, hört auf den Dreikopf, auf geht's. Ein Gestabiger. Da fehlt der Knubbel.
nervt, da ein Ding spitzen. Ist da staubt wie Sau. Aber das ist dann auch wieder was dem Kompost ein bisschen Energie gibt. Dass dann wieder dampft wie Harry und es schneller wieder abtrocknet. Ne? Deswegen ist so die Kombination aus Hackschnitzel, Dinkelspelzen und natürlich der Scheiße von den Kühen. Eine ganz coole Kombination. Wobei, das Beste wäre natürlich, wenn die immer in irgendein Loch kacken würden. Und eigentlich wäre das ja meine Aufgabe, die Kühe so zu trainieren, dass sie an einer gewissen Art kacken. Dann wäre das ganze Thema Spalten, das ganze Thema Entmistungstechnik, das ganze Thema hier eigentlich erledigt. Du streust einmal ein, alle Wochen schiebst du mal neue Hackschnitzel durch oder ziehst einmal durch, dass es wieder aufgelockert ist. Das war's. Ja, nee. Ich glaube, ich war mal. Ich mach das mal. Kühe trainieren. Haben wir was getrunken gestern? Nee, ich glaube nicht. Komm weiter! Laufhof abschieben, weil die Jungs von Leli immer noch nicht wieder da waren, um mal so Restarbeiten zu machen. Warum? Warum? Ich glaube, wir müssen mehr Videos gucken. Ich habe ja schon lange nichts mehr gesagt, aber toi toi toi, bis jetzt Fütterungsroboter ist ganz angenehm. Habe ich gar nicht gekannt so.
So, das da vorne ist sozusagen der neue Scheißschaum. Also, Laufhof abgeschoben, eingestreut ist. Ich glaube, jetzt können wir uns auf die faule Haut legen. Nee, frühstücken. Dann müssen wir die Kehrmaschine noch fertig machen. Soweit wir sie fertig kriegen. So, dann bis gleich. Was ist da los? Ihr Luschen. Hier. Fahrt ihr mit dem Ball rein? Hauen Sie mal von der Gabel runter, die Krippel. Unglaublich! Hoppala. So, jetzt fragt ihr euch sicher, warum so ein Netz. Könnt ihr jetzt da relativ gut beobachten, dass der nicht einfach. Das sind nur immer so Häppchen, weil sie alles rausziehen. So, mit dem Akku leer ist es ja leer. So, jetzt pass auf. Jetzt muss der Mist wieder rein. Wir haben leider kein Elektromagnetventil, die sitzen hier unten. Ich weiß immer noch nicht, warum man sowas so saudumm verbaut. Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich schauen, dass es unten bleibt, dann kann ich nämlich das Kern für heute. Da muss ich gucken, dass ich da ein Elektromagnetventil auftreibe. Ja, wir gucken mal, wie man den... So, Edelstahl. Darum hebt da nichts. Hoppala. So, wir machen es einfach mal so. Hm? Hebt es? Ja. Thank you.
Das war knapp. Mal schauen, warum die Besen immer ein- und ausklappen. Ah, Sicherungen hier, Sicherungen da. Also. Zusammen. Was mache ich da? Fahr deswegen beim Mulchen wahrscheinlich in irgendeinen Baustall reingefahren, ne Hund? Ne? Jetzt gucken wir mal auf, der Band hat schon geklickt. Aber wahrscheinlich ist irgendwo trotzdem ein Haroch drin. Naja, ist halt so. Ne Hündchen? Die ist es wurscht, ne? Heute kommt noch ein bisschen Stroh, noch so 100 Ballen. So, bin ein bisschen müde. Hündchen, Hündchen. Ich hätte gar nicht geglaubt, dass ich das mal sage. Aber ich glaube, es wird ein langes Video. Also dann, bis gleich.